Herzlich willkommen bei unserem Let's Play. Wir spielen Nidhogg heute. Ich bin der Linke, also ich spiele Gelb gegen Valentin in Braun, hoffentlich. Mal gucken. Und wir legen mal los. Genau, wir spielen jetzt gegeneinander. In Castle, das ist irgendeine Map hier, da gibt es mehrere von. Und genau, es gibt normalerweise 4 Stück, wir haben jetzt einfach die erste genommen. Und man sieht schon, es ist ein kleines 2D-Spiel, in dem es darum geht, den anderen umzubringen oder an dem anderen vorbeizukommen, um dann in seine Richtung laufen zu können. Genau. Also ich spiele von links nach rechts und Valentin eben von rechts nach links. Und es gibt hier verschiedene Schwerteinstellungen, also man kann das einmal unten, mittel und hoch machen, man kann um springen. Zu versuchen, den anderen irgendwie tot zu kriegen. Man sieht oben immer dieses kleine Go-Zeichen, das zeigt immer an, wer sozusagen gerade laufen darf und wer aufhalten muss. Jetzt zum Beispiel darf ich laufen und muss versuchen, an ihm vorbei auf die Seite zu kommen. Da muss ich ihn gar nicht umbringen, sondern einfach nur an ihm vorbeikommen. Und jetzt, wo... Hä, wie sagst du denn jetzt das? Genau, weil du vergessen hast, mich umzubringen. Ach, du lebst noch. Komm her. Oh, ja, ja. So. Und das Ganze geht, glaube ich, 3 Bildschirme weit. Also wenn man es 3-mal hintereinander geschafft hat, an dem anderen vorbeizulaufen, hat man gewonnen sozusagen die Runde. Aha. Ja, wir probieren das gerade so ein bisschen aus. Jetzt läuft er weg, jetzt hat er Angst. Tschüss. Genau, es war jetzt zum Beispiel dumm an meiner Stelle, einfach über ihn rüber zu springen, weil ich ihn hätte aufhalten müssen. Oh. So wie jetzt. Das ist mein sehr hin und her Gemetzel. Man muss sich relativ doll konzentrieren. Also man spielt mit 5 Tasten. Stimmt gar nicht, mit 6 Tasten spielt man. Einmal mit WASD einfach hoch, rechts und runter. Und links natürlich auch. Und dann hat man einmal Springen und Angriff. Um eben hochzuspringen oder den anderen zu attackieren. Und da gibt es verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Also man kann zum Beispiel erst hochspringen und dann attackieren. Oder sich ducken, rollen und dann attackieren. Oder eben diese verschiedenen Schwerteinstellungen mit hoch und runter wählen. Und das, genau, wenn man hoch macht und dann wirft, also Attacke, kann man das Schwert werfen, was natürlich relativ gemein ist. Oh. Der Sound ist so geil. Ne? Mal gucken, ob einer halt noch gewinnt. Kann auch ein bisschen dauern halt. Ja, also es kann beliebig lange dauern. Man kann es auch einstellen, irgendwie auf 3 Minuten. Wir haben das mal unbegrenzt gemacht, weil das normalerweise immer ganz gut funktioniert hat. Nein! Oh. Scheiße. Genau, jetzt hat keiner Go, weil wir gerade beide gestorben sind. Nee, und jetzt muss erst der eine wieder sterben, damit der andere in die Richtung laufen darf. Ja, jetzt metzelt er mich hier ab. Jetzt sind wir beim Final Screen, das heißt, ich muss nur noch diese eine Mal an ihm vorbeikommen. Jetzt respawnt er gleich wieder. Wo ist er? Da. Wenn ich jetzt an ihm vorbeikomme, habe ich sozusagen das Spiel gewonnen. Komm her. Genau, wenn es funktioniert. Oh, das war fies. Ey, ich war nochmal, komm. Ah. Ja, schön. Jetzt hat er gewonnen. Jetzt kommt dieser herrliche Siegerscreen mit dem Wurm, der mich gleich auffressen wird. Oh, lecker. Ja, die erste Runde. Ich weiß nicht, ob wir noch eine schaffen. Genau, hier sieht man ich mit 21 Kills und er mit 9. Es ist trotzdem relativ ausgewogen gewesen. Das heißt, es kommt nicht nur auf die Kills an, sondern eben darauf, wie gut man an dem anderen vorbeikommt. Ja, wollen wir nochmal eine andere Map, ne? Genau, nimm mal die ganz rechts. Oh. Ja. Wie wechselt man die? Ich weiß nicht, wie man zurückkommt. Nein, du hast diese komischen Pfeiltasten. Ja. Ah, okay, Moment. Wir nehmen die. Ja. So, hier hat man jetzt auch so ein bisschen andere Sachen, wo man auch oben drauf springen kann und dann auf 2 Ebenen sozusagen das irgendwie versucht. Wir sind jetzt wieder am Anfang, wo einer von uns beiden gewinnen muss, um weiterzukommen. Was in diesem Fall gerade ich bin. Scheiß, ich lebe noch. Oh, nee. Genau, jetzt haben wir dieses schöne Gras, wo man nicht genau sieht, wo der andere ist. Scheiße. Aha. Ist also ein wenig anspruchsvoller als die erste Map, die wir hier gespielt haben. Vollidiot, ey. Ja, immer so schön in Rückenmetzeln, ne? Das ist... Bin ich gerade unter dir durchgerollt? Ja. Ach, scheiße, du hast ja das Go. Er lauft doch die ganze Zeit oben rum. Shit. Also das Spiel ist relativ anstrengend, weil man sich eigentlich die ganze Zeit konzentrieren muss. Wieso werfe ich eigentlich die ganze Zeit gegen die Decke? Obwohl es eigentlich so einfach aussieht. Und ich finde die Grafik eigentlich auch ganz nett gemacht für den Sinn des Spiels. Weil es eben nicht zu viel ist, dass man sich irgendwie
zu doll mit der Grafik beschäftigt, aber eben auch gerade ausreicht. Jetzt habe ich mit einem Satz aufgehört. Ja, man ist halt und sehr aufs Spiel fixiert. Das war eine kürzere Runde, das heißt, man sieht es sehr verschieden, wie lange diese Runden gehen. Ja, ich glaube, das war's für heute. Ein kleines Anzeigen des Spiels. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.